Hallo Fotofreunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich glaube mit viel Emotion, wo ich eure Hilfe brauche. Ja, ihr habt schon am Titel erkannt, es wird ein Review, ein Vergleichstest zwischen zwei Kameras geben, der Sony ZV-1 und der Sony ZV-E10. Der Name geht mir immer noch nicht leicht über die Lippen. Warum dann E im Namen drin sein muss, habe ich keine Ahnung. Wegen dem E-Mount, ja, aber das weiß man ja vielleicht auch so. Eine kleine Vorwarnung für euch, wenn ihr jetzt ein wissenschaftlich fundiertes, mit Messwerten aus dem reinen Raum ermitteltes Video erwartet, dann müsst ihr jetzt ganz schön abschalten. Es geht vielmehr um eine Entscheidungsfindung für mich, meine Gedanken, die ich euch teilen möchte und wo ich auch an euch appelliere, einfach mal das Video zu kommentieren und eure Sichtweisen zu sagen zu diesem Thema. Vielleicht hilft es mir denn am Ende des Tages weiter oder dem einen oder anderen von euch, der vielleicht eine ähnliche Entscheidung in sich trägt wie ich. Diejenige, die die Fotoeigenschaften dieser Apparate beurteilt haben möchten, auch die, bitte weiterklicken. Ich beschränke mich in diesem Video, ja, auch wieder vollkommen subjektiv, das, was mich interessiert, auf die Videofähigkeiten dieser beiden Kameras. Weil beide, sowohl quasi der Platzhirsch, nenne ich ihn jetzt mal die ZV-1, als auch der größere Bruder, Schwester, die ZV-E10, werden von Sony als Vlogging-Kameras beworben. Warum mache ich dieses Video? Was versuche ich herauszufinden? Wofür brauche ich eure Hilfe? Erlaubt mir ganz kurz auszuholen. Ich komme hier ganz frisch aus den nordischen Ländern wieder, aus den Norway Diaries. Und alle Videos, die ich auf meinem Kanal so in den letzten Jahren gemacht habe, was heißt in den letzten Jahren, sagen wir mal so in dem letzten Dreivierteljahr, habe ich mit diesem Gerät schwerpunktmäßig gemacht. Der Sony ZV-1 und die auch wirklich, wirklich lieb gewonnen. Die Entwicklung war ja, dass ich von der GoPro weg bin, weil ich diesen GoPro-Look nicht mochte. Der war mir immer zu weitwinklig und zu scharf, obwohl ich da jetzt auch wieder so ein paar Parameter gefunden habe, wo ich mich der GoPro wieder annähe, aber das ist möglicherweise Thema für ein anderes Video. Dann habe ich, glaube ich, seit November, Dezember letzten Jahres die ZV-1. Das erste Video, was ich fast komplett damit gedreht habe, war der Walk im Hutewald Halo. Im Dezember, glaube ich, mich zu erinnern. Ja, und seitdem ziehe ich die Kamera ja, allen anderen vor. Punkt. Weil der Benefit ist einfach, die ist klein, die ist leicht, die ist point and shoot und liefert eigentlich immer ab und man hat sie immer dabei. Das Einzige, was mir hierbei so ein bisschen fehlte, ist die Freistellung. Ich mag es, wenn sowohl Fotos als auch Videos eine schöne Freistellung haben. Warum, das kann ich euch nicht sagen. Das hat was mit Emotionen, mit Bildlook zu tun. Weil gerade im Videobereich, im Vloggen, ist es ja möglicherweise sinnvoller, auch einen Content zu der Umgebung zu schaffen. Und wenn es da zu blurry ist, ja, dann könnte es sein, dass der Content da auch ein bisschen verloren geht. Aber was kümmert mich das Geschwätz von anderen, sage ich jetzt mal so schön. Ich finde, ja, Freistellung einfach geil. Ich habe ab und zu auch immer mit der Z6, die mich jetzt übrigens auf 24 mm filmt, nur so zum Vergleich, gefilmt und fand den Look halt immer geil, geiler, klar, Vollformatsensor im Vergleich zum 1 Zoll Sensor, ist ja logisch, dass das ein bisschen geiler vom Look ist, also geil, was ist geil, emotional finde ich es geiler. Aber bis das Ding mal zum Laufen ist, man hat keine Bildkontrolle, bis das mit dem Handy gekoppelt ist, also da Nikon, sorry, das geht einfach nicht, diese Steuerbarkeit der App, das ist egal, auch ein anderes Thema. Ja, und ich, seitdem ich die ZV-1 habe, habe ich immer weniger die Nikon bemüht. Weil ich einfach zu faul war, die aufzubauen, einzurichten, einzupegeln und so weiter und so fort. Dieses Ding liefert auch mit dem Püschel-Mikrofon ab. Ja, und dann wurde die ZV, ihr seht, es fällt mir immer noch schwer, E10 angekündigt. Ähnlich, aber halt mit Wechselobjektiven. Und da wurde ich dann nervös. Und jetzt stehen sie bei dir. Weil Wechselobjektive bedeutet, ja, je nachdem, was man draufbaut, hat man nicht ganz die Freistellung von der Technik, aber eine größere Freistellung als von dieser Technik. Und ob am Ende des Tages das jetzt, ja,
mein maximaler Lustgewinn ist und mein Traum der schlaflosen Nächte, versuche ich jetzt in dem Video mit euch einfach rauszufinden. Schauen wir uns die Kameras mal an. Ich habe mal hier ein paar Specs abgeschrieben. Um einfach mal so ein Gefühl zu kriegen. Also rein vom Body tun die beiden sich nicht viel. Und auch gewichtstechnisch liegen die echt nah beieinander. Was ja erstmal absolut in die Richtung spricht, dass ich hiermit glücklich werden würde. Die ZV1 hat eine Höhe von 6 cm, eine Breite von 105 mm und eine Tiefe von 43 mm. Da ist natürlich das verbaute Objektiv mit eingerechnet. Ein Brennweitenbereich von 9,4 bis 25,4 mm. Man muss beim 1-Zoll-Sensor, sagt man ja, muss man so ungefähr 2,7 als Kropffaktor multiplizieren, dann kommen wir hier bei 25,4 mm, also minimal weitwinkliger als jetzt die 24 mm, die mich jetzt filmen. Das ganze Moped wiegt 294 Gramm. Der Nachfolger, die ZVE10, hat eine Breite von 115 mm, also einen Zentimeter breiter laut Hersteller, eine Tiefe von 44 mm, ja, das ist identisch, weil da ist eben kein Objektiv dran, fast identisch, und eine Höhe von 64 mm, die hat eine Höhe, wie gesagt, von 6 cm, und die hat eine Höhe von 6,4 cm. So, dann passen die Werte. Also ihr seht, da hat sich nicht so viel getan. Gewicht 50 Gramm mehr. Das ist jetzt auch noch zu verschmerzen. Von der Bedienbarkeit in Sachen Video. Wir haben an beiden Geräten ein Klappdisplay. Hier fährt das Objektiv aus. Das Klappdisplay kann man drehen. Der Anschalter ist hier unter dem Püschel so ein bisschen versteckt. Hier habe ich den Anschalter oben drauf. Aber auch hier das drehbare Klappdisplay. Die Mikrofontechnik ist meiner Meinung nach ähnlich gut, absolut brauchbar. Oben flach verbaut. Im Detail haben sich so ein paar Geschichten verändert, während die ganzen Anschlusspaneele an der ZV1 rechtzeitig dran verbaut waren, ist man dazu übergegangen, bei der E10 ja, das auf der linken Seite zu verbauen. Muss man sich dran gewöhnen, wenn man die Kamera gewohnt ist, aber tut der Sache jetzt keinen Abbruch. Was sich in der Tat ein bisschen vom Layout geändert hat: der Aufnahmeknopf ist bei beiden vorne rot umrandet. Der An-Aus-Knopf ist hier unterm Püschel versteckt. Hier hat man einen Mode-Knopf, aber man hat kein Drehrad. Da hat dann die ZV10 ein bisschen Zuwachs gekriegt. Wir haben ein Drehrad, wo man Parameter einstellen kann, wie man es eigentlich vom Fotoapparat kennt. Der An- und Aus-Knopf ist ein bisschen besser zu greifen. Den kann man dann nämlich schieben. Auch hier der rote Aufnahmeknopf. Ja. Und hier kann man die Modi durchschalten. Also hier sind Piktogramme drauf, während auf der ZV1 einfach nur Mode steht. Guckt man sich die Kameras von hinten an, haben wir die meisten Knöpfe auch rechts. Wir haben ein Drehrad in der Mitte mit einem Knopf. Boah. Menütaste, FN ist für die Shortcuts, unten links Play und dann die Delete-Taste. Auch das finden wir alles an der ZV-E10 wieder. Allerdings ist die Anordnung ein bisschen anders. Die oberen Knöpfe sind weiter nach oben gewandert. Aber ansonsten kann ich euch sagen, findet man sich in der Bedienbarkeit ohne Anleitung, so wie ich es gerne mache, immer schon schnell wieder. Boah. Unten drin ist auch das, was man kennt, ein Gewinde für Stativ. Was ein bisschen angewachsen ist, ist der Akku von der E10 im Vergleich zu dem Akku
von der ZV1. Ich kann euch jetzt noch keine Angaben dazu machen, weil ich das noch nicht zu Genüge getestet habe. Das Material, was ich jetzt gleich draußen filmen werde, habe ich in 1080 gefilmt. Bei der ZV1 war es ja wirklich so, dass die derbe Überhitzungsprobleme hatte, wenn man in 4K gefilmt hat und der Akku auch echt schnell leergesogen war. Ich habe mich entschieden, für meine Produktion in 1080 zu filmen. Da hatte ich hiermit überhaupt gar kein Problem. Speicherkarte, habt ihr gesehen, ist auch unten verbaut. Ja, Stand jetzt. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ich finde den ND-Filter nicht. Die ZV1 hat einen eingebauten elektronischen ND-Filter. Das ist halt ganz cool. Bei Sonnenlicht, um halt die Verschlusszeiten nicht ganz so kurz werden zu lassen. Habe ich hier noch nicht gefunden. Ich glaube, den haben sie weggenommen. Möglicherweise einfach, weil man Wechselobjektive draufbauen kann und dann mit klassischen ND-Filtern arbeiten kann. Finde ich schade. Aber ansonsten seht ihr, da hat sich jetzt nicht so viel getan, außer größerer Sensor. Wir sprechen hier von 20,1 Millionen Pixel auf dem 1-Zoll-Sensor, während wir hier jetzt 24 Millionen Pixel auf dem APS-C-Sensor haben. Und dementsprechend ist ja das Rauschverhalten ein besseres. Und ich kann meine geliebte Freistellung ja einfacher erreichen mit der entsprechenden Linse. So, eigentlich könnte der Vergleichstest jetzt fertig sein und die Entscheidung ist gefallen. Aber leider ist es nicht so einfach, weil ihr seht, hier ist bis jetzt noch keine Linse drauf. Ja. Die Gewichtsangaben übrigens jetzt gerade bei den Kameras, da bin ich mir nicht sicher, ob da sich wirklich, so wie ich sie jetzt hier stehen habe, ob sich Sony darauf beschränkt, weil hier fehlt ja jetzt das Objektiv und die ist schon arbeitsklar. Also ist dann ja halt auch ein bisschen Birnen mit Äpfel vergleichen. Ja, ich habe ein bisschen Marktshow betrieben. Sony bietet auch eine Kit-Linse an. Ich kenne die Specs jetzt nicht aus dem Kopf, weiß aber nur, dass die Offenblende 3.5 ist und wenn man reinzoomt, kommt man bei 5.6 an. Und da habe ich mir jetzt halt überlegt, kriege ich trotz des größeren Sensors auf einer Linse, die eine 3.5er Offenblende hat, im Vergleich zu einer 1.8er Offenblende eine bessere Freistellung hin? Müsste man durchexerzieren, aber nur um den Versuch durchzuführen, wollte ich mir die Linse jetzt nicht anschaffen. Deswegen habe ich mal ein bisschen recherchiert und geschaut, was gibt es denn so für den E-Mount, was möglicherweise, also es gab zwei Faktoren, zum Vloggen geeignet. Das heißt, ich muss so ungefähr oder darf nicht mehr als 24 mm haben. Wollte ich jetzt auch nicht, weil wenn es noch weitwinkliger wird, ihr wisst, dann werden die Gesichtsformen ja immer noch ein bisschen mehr verzerrt. Ja, und es soll halt eine Offenblende haben. Am besten 1.4. Ja, und es gab eigentlich nur ein Objektiv, was da in Frage kam. Zumindest, was meine Recherche ergeben hat. Das ist das Sigma Contemporary 16mm 1.4. So, und ihr erkennt schon, was jetzt passiert. Ich baue es mal drauf. Ah, hier dreht sich der Mount anders als da, so wie ich es gewohnt bin, bei meinen Nikon-Kameras. Ich bemühe jetzt auch noch einmal die Waage, weil jetzt sind wir von ähnlichen Gewichtsverhältnissen ein bisschen weiter entfernt. So, dann lege ich das ganze Stück jetzt mal betriebsfertig drauf. Möglicherweise liegt es am Untergrund, es wird 0,0 angezeigt, aber das können wir heilen. Wir sind jetzt bei 791 Gramm. Im Vergleich Ette 294 Gramm. Also mal eben in der Variante, in der Ausbaustufe, wo man größere Freistellung erreicht, 500 Gramm mehr. Und natürlich auch, ich zeige es gerne nochmal, ein bisschen mehr an Platzbedarf zum Mitschleppen. Das nächste Ding ist, was ich auch noch nicht getestet habe, können wir jetzt auch mal machen. Ich nutze ja gerne diese Gooseneck-Halterung mit dieser Klemme, um möglichst flexibel zu sein, wenn ich unterwegs bin. Ich bin mal gespannt, ob diese
wirklich sehr universelle Halterung. Ich feiere die sehr, ich komme da immer gut klar. Es gibt ganz wenige Stellen, wo ich nicht klarkomme. Ob der Gooseneck das Gewicht jetzt hält, das ist so die nächste Geschichte. Das habe ich nämlich gedacht, sobald der Winkel ein bisschen größer wird, muss ich mir jetzt auch eine andere universelle Halterung bauen. Es gibt dann noch dieses Gorilla-Pod, ihr kennt es. Allerdings ist das nicht so flexibel und nicht so sicher für mich, irgendwo zu verbauen. Tja, das ist so die nächste Baustelle, die ich mir aufmache. Das heißt, ich bin hinreichend hin und her gerissen. Aber ich habe jetzt eine Idee, was wir machen können, um vielleicht meine nicht ausschlagende Emotionswaage in eine Richtung ein wenig tendieren zu lassen. Wir gehen jetzt einfach mal raus. Ich nehme die Dinger so in die Vlogging-Style-Hand, wie ich es mit der ZV bisher gewohnt bin, und gucke mir dann einfach mal an, was für einen Look die produziert haben und wie es sich so anfühlt. Also, auf geht's, raus in die Natur. Aber was nutzt all das theoretische Gesabbel, würde Olli sagen? Raus in Feldtest. So, ich habe hier nach bestem Vermögen und Gewissen beide Kameras identisch eingestellt. Diese Kamera, die ZVE10, und diese Kamera, die ZV1. Brennweitenmäßig, wie erwähnt, ist es ungefähr das gleiche, obwohl ich jetzt, ja, ist ein bisschen weiter weg, ist es ungefähr identisch. Wir sind so ungefähr bei 24 bis 25 mm Bildwirkung im Kleinbildäquivalent. Ich habe jetzt gerade gesehen, die ZV hat schon wieder eine Belichtung von 1/15 gemacht und da wird das Footage wirklich sehr, sehr shaky. Ja, mal sehen, wie lange ich jetzt so meine Arme gestreckt vor mir halten kann, gewichtstechnisch. Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, wie es zu diesem Test kommen konnte. Was mich wirklich maximal interessiert, übrigens geht diese Kamera nicht auf, die ist immer wacker bei einer Hundertstel. Natürlich ist die Offenblende von 1,4, lässt mehr Licht rein, aber ich habe auch keine ISO-Begrenzung reingebaut, sehe ich gerade. Hier ist ISO jetzt bei 2500 und an der ZV habe ich den ISO-Wert auf 800 begrenzt. Also entschuldigt bitte, wenn das Rauschverhalten jetzt unterschiedlich ist. Habe ich verbockt, kann man ganz klar so sagen. Der Grund, warum ich dieses Video mache, habe ich euch am Anfang erklärt. Und für mich ist, tja, keine, nicht unbedingt die Specs und die Leistungsfähigkeit das, was wichtiger ist, sondern wirklich am Ende des Tages stehe ich total auf Bouquet und Freistellung. Und ja, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen diese Straße hinunter. Dann habe ich nämlich eine lange Flucht. Aber möglicherweise sieht man jetzt auch schon ein bisschen sowas, was die Freistellung, wie die sich verändert. Wenn man eben diese schwere Linse drauf hat mit 1,4 auf APS-C, ungefähr 24 mm, oder das Kit-Objektiv bei 1,8, allerdings auf dem 1 Zoll Sensor. So. Jetzt fahre ich mal mit beiden Kameras. Ne, warte mal, so. Jetzt gucke ich mal hier rein. Jetzt habe ich ungefähr die gleichen Abstände in der Bokeh-Leistung, also beziehungsweise in der tiefen Staffelung. Ja, und ich merke jetzt eins schon deutlich nach den paar Minuten des Vloggens. Der Arm, das geht schon ordentlich auf die Shoulder, das hat mehr Gewicht. Und der Arm geht auch, aber nicht ganz so schlimm. Interessant ist sicherlich jetzt gleich am großen Computer auch nochmal die Verwacklungsleistung anzugucken. Beide haben jetzt den aktiven Bildsensor bzw. Stabilisierung. Da wird bei beiden ein bisschen was weggekroppt von der Entfernung. Ja, ich strecke die Arme nochmal ein bisschen mehr. Könnte natürlich sein, dass das ein bisschen verwackelter ist wegen der längeren Belichtungszeit. Aber wegkroppen tun sie beide. Man kann ja hier bei der Standard und Aktiv einstellen. Hier hat man zumindest mit dem Objektiv, was jetzt drauf ist von Sigma, nur die Option Active einzustellen. Und ich filme mich oder ich nehme meinen Ton jetzt beide Male mit dem internen Mikrofon aus. Ja,
Also ich glaube, für den ersten Feldeinsatz sollte das reichen, weil wir werden jetzt echt die Arme schwer. Falls ich es gerade vergessen habe zu berichten, der ND-Filter ist, so wie ich das überblicke, an der ZVE 10 gegenüber der ZV1 weggefallen. Vielleicht ist er da, ich habe ihn noch nicht gefunden. Gerne in die Kommentare, wenn ihr den gefunden habt. Fand ich immer ein ganz gutes Feature, wenn wirklich die Sonne geballert hat, dass man auch noch die Möglichkeit hatte, ein bisschen die Verschlusszeiten zu variieren, indem man den elektronisch da rein programmiert hat. So, und jetzt kommen wir ein bisschen in den lichten Bereich. Mal gucken, was die ZV1 jetzt macht, ob sie die Blende zumacht oder die Belichtungszeit verlängert. Das wäre der logische Schluss. Das Fiese ist, weil es das Objektiv länger aufbaut an der hier, muss ich die noch weiter weghalten, um ungefähr den gleichen Bildwinkel zu haben, was natürlich wieder noch mehr auf die Shoulders geht. So, der Vergleichswert, oh, die ist ein bisschen höher. Hat Freistellung. Versuche jetzt gerade mal rauszufinden, ab wann der Autofokus mein Auge detektet, aber auf dem kleinen Bildschirm ist das nicht möglich. Übrigens hier auch ein kleiner Unterschied. Das aktive Sichtfeld ist nochmal rot umrandet im Display. Aber auch hier jetzt nochmal so ein bisschen, wenn ich closer komme, was bei 1,4 mit dem Hintergrund passiert, das ist ja für mich, ja, seien wir ehrlich, was mich, ich kann das auch nicht begründen, warum, sehr, sehr interessiert. So, Fotofreunde, wieder zurück bei diesem tollen Wetter und tja, was soll ich euch sagen? Die Stabileistung empfinde ich als ähnlich. Das verbaute Mikrofon ist auch meiner Meinung nach sehr ähnlich. Ob der Autofokus, die Gesichtserkennung bei der neueren Kamera besser ist, da gehe ich mal von aus, hat jetzt aber in den Situationen, obwohl es gar nicht so hell war, auch jetzt nicht den elementaren Unterschied gemacht. Ja, der Bildlook gefällt mir hier definitiv besser. Es wird mehr freigestellt. Welche Überraschung. Aber es ist auch mehr zum Rumschleppen und gerade so am langen Arm zu tragen, habe ich meinen linken Arm mehr gemerkt als meinen rechten. Also es ist nicht mehr so handlich. Und auch ja, das Adaptieren mit meiner geliebten Klemme, um die Kamera mal irgendwo zu verbauen, ist auch nicht mehr so einfach, weil es darf in keine Richtung so ein Übergewicht kommen. Dann geht der Schwanenhals, dann schafft er nämlich die 900 und Gramm nicht. Wenn ich den Stabi dazu schalte, ist mir aufgefallen, hier kann ich Standard und Aktiv machen. Hier ging nur noch Aktiv. Ich vermute mal, das liegt einfach mit dem bauartfremden Objektiv zusammen. In beiden Fällen wurde der Bildschnitt gekroppt. Ich habe nach bestem Gewissen versucht, den gleichen Bildausschnitt in beiden Händen zu machen. Wenn die so ein bisschen enger wirkte, lag das aber einfach daran, dass die Linse durch die längere Aufbauform einfach ein bisschen näher an meinem Gesicht war. Also der Bildausschnitt ist in echt schon sehr, sehr ähnlich. Ja, und jetzt zum Fazit. Braucht man als Vlogger, wenn man die ZV1 besitzt, die ZVE10? Ich weiß es nicht. Ich bin genauso schlau wie vorher. Wenn es jetzt einem nicht um die Freistellung geht und man möglicherweise mit dem Kit-Objektiv klarkommt, könnte ich mir vorstellen, dass die Antwort ja lautet, weil die Kamera ist ja eine Weiterentwicklung von der und hier ist ein bisschen mehr Technik drin, der Sensor ist größer. Ich könnte mir vorstellen, dass das Autofokus-System auch noch ein bisschen besser ist. Mit dem Kit-Objektiv ist die Bauteil nicht so groß auf, also das ist auch, ich sag mal, ich habe es gesehen, ist ungefähr so lang. Die Frage ist einfach, ob der Bildlook so viel besser und geiler wird, als dass man das investiert. Möchte man aber mehr Freistellung für immer dabei, auch mit einer Point-and-Shoot-Kamera und holt sich jetzt hier diese 16-1-4er, hat man 500 Gramm mehr und es ist nicht mehr handlich. Also, die Waage schlägt für mich jetzt nicht eindeutig auf und ich weiß jetzt auch, Stand jetzt, noch nicht, ob ich bei der ZV1 bleibe oder zu der E10 wechsel oder beide behalte. Also, liebe Fotofreunde, mich würde wirklich brennend eure Meinung zu diesem für mich heiklen Thema interessieren.
Was denkt ihr, sollte ich tun? In diesem Sinne, ich freue mich schon auf eure Antworten. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.